Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum das sogenannte Zentrum für politische Schönheit in Wahrheit nicht schön ist, sondern porthässlich ist. Wie sie beispielhaft für andere linke Gruppierungen Propaganda betreiben und wie täuscherisch und verlogen sie in Wahrheit sind. Ich gestehe, ich setze das links in Anführungszeichen, weil ich ihnen das Linkssein nicht abkaufe. Links zu sein bedeutet für mich, eine Vision zu haben. Eine Vision von einer gerechten Gesellschaft oder von einer guten Umwelt. Wenn man aber zum Beispiel Michael Stutzenberger niederbrüllt für Kritik am Islam und selber den Islam hofieren will, dann hat das mit einer gerechten Gesellschaft rein gar nichts zu tun. Sondern sie heften sich dieses Linkssein nur an, um sich moralisch hoch zu positionieren, um aus dieser Position andere unter Druck setzen zu können. Und genauso macht es auch das sogenannte Zentrum für politische Schönheit. Also erstmal sehen wir das Selbstframing, Schönheit, politische Schönheit. Es kann sich ja jeder nennen, wie er will. Und sie nennen sich politisch schön. Das heißt, sie nehmen für sich in Anspruch, politisch schön zu sein. Hartes, positives Eigenframing. Dann machen sie irgendwelche Kunstaktionen, wo sie angeblich auf den Holocaust hinweisen wollen. Also sozusagen, sie sind die Guten. Sie weisen mit Aktionen hin auf die Verbrechen der Nazis. Und der Zweck davon ist, dass sie sich ein moralisches Aushängeschild verschaffen. Dass sie sich auf eine moralisch hohe Stufe stellen. Von der aus sie dann andere drangsalieren können. Also wo sie sagen können, ja, wir sind ja hier politisch hochwertig, politisch schön, wir sind hier die Moralapostel, wir sind hier die Guten und weil wir ja so lobenswert und gut sind, machen wir auf eure Schlechtigkeit aufmerksam. Im Beispiel jetzt haben sie vor Höckes Haus ein Mahnmal der Schande errichtet, womit sie sagen wollen, wir sind ja die Guten, wir weisen darauf hin und du bist ein Nazi. Also die wahre Botschaft ist, du bist ein Nazi. Und das ist doch der eigentliche Zweck. Sie machen Aufrufe zur Denunziation gegen Rechte mit dem Aushängeschild, sie sind so gut und weil sie ja ein neues NS-Verbrechen verhindern wollen, tun sie das. Aber in Wahrheit tun sie das nur, um zu hetzen. Weil das ist es irgendwie, was diese Leute anfixt. Oder was viele Menschen in Deutschland anfixt. Andere zu drangsalieren, fertig zu machen. Zu täuschen, sie schlecht zu machen und sich gleichzeitig gut hinzustellen. Wenn der andere verliert, gewinne ich. Das ist alles, was dahinter steht. Und das ist immer, sie finden es immer aufreizend, andere zu täuschen, hinters Licht zu führen. Weil dazu gehören sie zum Club der Schlauen. Sie wissen, was Sache ist und sie sind überlegen. Das heißt, diese Täuschung, das verschafft ihnen das Gefühl der Überlegenheit, was sie anstreben wollen. Für dieses positive Eigenframing gibt es noch viele andere Beispiele. Also zum Beispiel, ich habe hier mal eine Liste zusammengestellt. Das sehen wir jetzt eben nicht nur beim Zentrum für politische Schönheit. Also da ist es natürlich besonders ausgeprägt. Die machen dieses positive Eigenframing besonders intensiv. Das gilt eigentlich für die ganzen Mainstream-Medien und vor allen Dingen für die linken Parteien. Und mittlerweile sind die CDU und FDP auch auf diesen Zug aufgesprungen. Das haben sie jetzt auch verstanden, wie diese Propaganda funktioniert. Und es fällt auf, dass sie sich mit folgenden Begriffen ein positives Eigenframing verschaffen und dass sie diese Begriffe durch Wiederholung forcieren. Also weniger durch Sachargumente, sondern sie stellen sich einfach so dar oder stellen es als Selbstverständlichkeit hin, dass sie so sind. Und das ist erstmal bunt. Bunt ist positiv. Also farbig, bunt, Multikulti, das ist alles irgendwie positiv. Und die AfD macht da den Fehler, dass sie dann eine Kontraposition gegen das Bund einnimmt. Oder viele machen den Fehler. Dabei ist es total verlogen von den Grünen und von der SPD,
sich mit bunt zu betiteln. Warum? Weil die Grünen machen die AfD dafür fertig oder Leute wie Michael Stürzenberger, dass sie den Islam kritisieren. Und wenn man sich den Islam anguckt oder auch die Länder, wo der Islam vorherrscht, aber auch einfach nur den Koran, einfach den Islam, und dann ist da nämlich von bunt überhaupt nichts zu sehen. Da ist gar nichts bunt, sondern da gibt es nur schwarz, da gibt es nur den Islam. Und alles andere wird niedergemacht. Das heißt, wenn man den Islam, also zumindest die politische Ausprägung davon, und das ist leider untrennbar im Koran, der Koran hat einen Alleingeltungsanspruch und muss unbedingt befolgt werden, und dadurch ist der Islam automatisch auch politisch. Und da gibt es Gläubige und Ungläubige, und die Ungläubigen müssen bekämpft, getötet, unterdrückt werden. Und da gibt es eben keinen Bund, da gibt es nur Islam und kein Islam. Und die Grünen machen ja systematisch die AfD dafür fertig, oder Pegida vor allen Dingen auch, wenn sie den Islam kritisieren. Das heißt, das ist verlogen. Es geht ihnen nicht darum, bunt zu sein, sondern sie framen sich mit dieser Vokabel bunt, um sich eine hohe moralische Stellung zu verpassen und um andere dann fertig zu machen. Und die AfD fällt dann auch noch drauf rein, wenn sie dann in die Kontraposition geht. Das heißt, wenn sie in die Kontraposition zu bunt geht, dann bestätigt sie das positive Framing von den Leuten auch noch. Das haben viele noch nicht verstanden. Das heißt, sie müssen für sich in Anspruch nehmen, sie stehen für Multikulti und für bunt. In Wahrheit steht die AfD für Multikulti und für bunt. Weil dadurch, dass sie den Islam kritisieren und im Zaum halten damit, sagen, dann wird auch darauf bestehen, dass die Leute das vielleicht bei sich daheim machen können, aber dass jeder politische Anspruch, dass das nicht geht. Dadurch gewährleisten sie, dass die Welt oder dass Deutschland bunt bleibt und dass Multikulti bleibt. Und das übersehen die allermeisten. Die AfD ist in Wahrheit bunt und Multikulti, und die AfD muss auch dieses positive Framing für sich in Anspruch nehmen. Dann ein weiteres Beispiel. Mitte. Die anderen probieren immer, sich als Mitte darzustellen. Also Mitte ist immer vernünftig. Keiner will jetzt sagt mehr, ich bin links, weil Mitte ist normal. Und je mehr, es ist einfach diese Vorstellung, Mitte, das ist normal und richtig. Und je weiter du nach rechts und links gehst, desto unnormaler und seltsamer bist du. Das heißt, du willst immer in der Mitte sein, weil Mitte ist vernünftig, normal, richtig. Und extrem rechts und extrem links ist irgendwie falsch, weil es ist ja irgendwie links, rechts. Das klingt automatisch unausgewogen. Ich halte ja sowieso von dem Links-Rechts-Schema relativ wenig. Und zusätzlich dazu wird der Begriff rechts auch noch immer mit rechtsextrem vermischt. Also da gibt es ja ganz viele Beispiele, Kampf gegen rechts. Da habe ich ja 1000 Screenshots, die 1000 Beispiele, wie viele, ja, an vielen Stellen der Gesellschaft Leute probieren, rechts mit rechtsextrem zu vermischen. Dann ist es auch noch auffällig, dass die Grünen, vor allem die Claudia Roth, aber auch viele andere, die geben sich so menschlich und gefühlsbetont. Das heißt, das ist auch dieses Framing, das sie sich verpassen. Die sind die Menschlichen, die Gefühlsbetonten, die Warmherzigen. Und die AfD, die sind unmenschlich, emotionslos, kalt. Dieses Frame, oder früher war das ja auch bei der FDP so, also die FDP, das waren die kalten Neoliberalen, die Herzlosen, und sie von den Linken, sie waren die Sozialen, die Netten, die Warmherzigen. Dieses Framing ist auch ganz extrem. Sie geben sich das positive Framing, und im Gegenzug dann die AfD bekommt das extrem negative Framing. Dann modern. Merkel, CDU ist modern, modernisiert. Man hört ja immer, die Merkel hat die CDU modernisiert. Und umgekehrt, die AfD ist immer zurückgeblieben. Altbacken. Irgendwie aus den 50ern und so. Immer dieses Attribut wird da immer der AfD gegeben, und sie selbst sind progressiv. Dann seriös. Sie sind selber natürlich auch verantwortungsbewusst seriös. Die AfD sind die Populisten, die billige, einfache Vorschläge machen.
und sie sind die, ja, sie sind die Seriösen. Und da, jetzt mittlerweile macht es die AfD nicht mehr, aber früher hat Gauland auch den Fehler gemacht und hat probiert, diesen Populismusbegriff positiv umzudeuten und dann eben zu sagen, populistisch, das wäre ja nah am Volk und das wäre ja irgendwie gut, und hat probiert, diese Vokabel, die sie aufgedrückt bekommen, das irgendwie positiv umzudeuten. Dabei war es von Anfang an eine versteckte Hetzvokabel, weil wenn jemand Populist ist, ist er unmöglich, dann ist er verantwortungslos, dann täuscht er. Das ist eigentlich dann auch genau das, was auch die Medien und die Altparteien, diese ganzen linken Hetzorganisationen machen. Sie täuschen. Und genau in dem Populismus-Vorwurf, da ist der Täuschungsvorwurf auch ganz stark mit drin. Das heißt, wenn man jemanden vorwirft, er ist ein Populist, dann täuscht er, das heißt, er ist ein Lügner. Er ist ein, ja, rückgratloser Lügner, der ganz schnell macht, was gut ankommt, um Stimmen zu bekommen. Sie bezeichnen sich selber so nicht und bezeichnen die AfD so. Und indem sie die AfD so bezeichnen, grenzen sie sich auch davon ab. Also sie nehmen für sich in Anspruch, genau das nicht zu sein. Und das machen sie einfach auch durch Wiederholung. Permanent. Und setzen diesen Frame. Und setzen umgekehrt den erniedrigenden Frame gegen die AfD, eben so zu sein. Obwohl es ja in Wahrheit ist es ja genau umgekehrt. Dann Gutmensch. Das benutzen sie jetzt nicht selber für sich, aber sie verneinen es auch nicht. Und die AfD macht den Fehler, oder viele machen den Fehler, diesen Begriff zu benutzen und Leute damit zu betiteln. Und das ist für mich ein Fehler, weil das sind keine guten Menschen. Und natürlich ist da was Ironisches im Begriff mit drin. Und trotzdem, finde ich, sollte man den Begriff nicht verwenden, sondern man sollte sie Heuchler nennen und nicht Gutmensch, weil sie sind Heuchler. Und das Gutmensch, das heften sie sich nur an, um andere unter Druck zu setzen. Und sie sind aber nicht gut. Und das sollte man überhaupt nicht, das Gut, auch wenn man den Begriff benutzt, Gutmensch, da schwingt das Gut, ist ja immer mit drin. Und das darf man nicht machen, ganz auf keinen Fall. Also irgendwie dann von Gutmenschen zu schreiben, das ist ein schwerer Fehler. Dann ein Beispiel für eine andere Organisation, also zum Beispiel Zentrum für politische Schönheit ist so ein ganz starkes positives Framing, aber da gibt es ja auch dieses Bündnis, in Anführungszeichen, Kampf gegen Rassismus. Und da nehmen sie für sich in Anspruch, gegen Rassismus zu sein und sagen, diejenigen, die sie bekämpfen, das sind dann die Rassisten. Sie nennen sich so und greifen die AfD an und sagen damit, die AfD ist rassistisch. Und umgekehrt, die negativen Attribute, die sie der AfD zuweisen, natürlich Nazis als schlimmstes Schimpfwort. Und die Justiz hat es vorgesehen, um die Demokratie zu schützen, dass man diese Vokabeln benutzen darf. Also man darf die Leute mit den schlimmsten Sachen betiteln. Es ist nicht verboten, aus der Angst, dass wenn jetzt irgendwie eine starke Partei an die Macht kommt und sie ist dann, oder im Grunde ist es ja so, jetzt mit den Altparteien, wenn das jetzt verboten wäre, dass man sie Nazis nennt, dann würde das die Demokratie untergraben. Und deswegen haben die Leute damals, die das Gesetz gemacht haben für die Bundesrepublik Deutschland, haben sich überlegt, ja, wir lassen da lieber mehr Freiraum, auch wenn das vielleicht Beleidigung ist, und das, um die Demokratie zu schützen, geben wir da der freien Rede viel Raum. Dann weitere Vokabeln. Populismus hatten wir schon, Braun. Als Gegenstück zu Bund. Rückwärtsgewandt, dann sind es natürlich die Verlierer der Gesellschaft, die alten weißen Männer, das heißt alten weißen Männer, da denkt man irgendwie an irgendwelche notgeilen, hässlichen, dicken Typen mit Bauch, die zu Prostituierten gehen. Das ist dieses Bild. Und damit titulieren sie die AfD sozusagen, die jungen oder alten Männer, die Verlierer, die keine Frau abbekommen am besten. So, das soll das Bild sein, dass sich die Leute zusammenbauen. Und dann eben unmenschlich, emotionslos, gefühllos. Eben genau das Gegenteilige von dem positiven Framing, das sie sich anheften. Und das lässt sich überall permanent beobachten. Ihr könnt ja schreiben, was euch noch für Vokabeln einfallen oder was ihr noch für Aktionen kennt vom sogenannten Zentrum der politischen Schönheit oder von anderen ähnlichen hässlichen Organisationen.
Macht's gut.